So, guten Morgen. Da sind wir dann. Jetzt können wir mal reingehen und so schauen, wie so ein Alltag bei McDonald's abläuft. Ganz normalen Alltag, noch vor der Sommerferien ist fast vorbei. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier in Rankwa finden. Meine erste Begegnung natürlich mit McDonald's war in meinen jungen Jahren. Ich komme aus Amsterdam, habe aber Hotelfachschule gemacht und habe eigentlich zwischendurch mal ab und zu mal was gegessen und getrunken. Habe aber nie gedacht, dass ich irgendwo da mal Fuß fasse. Und die zweite Begegnung war eigentlich sehr nah dran. Da war ich Hoteldirektor in Garmisch-Partenkirchen und ich habe einen Gast gehabt, die mehrere McDonald's in Deutschland hatten. Und der hat gesagt, was ich jetzt da kann, in diesem Hotel, könnte er auch bei ihm machen. Und der braucht solche Jungs. Und dann habe ich mich natürlich mehr informiert und dann mehr über McDonald's. Aber das war noch in Deutschland. Wir hatten damals zwei Restaurants, einmal in Hart und einmal in Bürsch. Und dann haben wir 1997 im 28. August eröffnet, hier in Rankweil. Angefangen mit 80 Mitarbeitern. Ich war natürlich komplett neu. Ich habe nur Fokus gehabt, das Operative, dass alles klappt. Mit den Anfangsschwierigkeiten wie immer. Und ich kann jetzt sagen, die ersten 20 Tage war schwarz. Also nicht, dass wir kein Licht hatten, sondern wir hatten natürlich Licht, aber schwarz von der Mensa. Wir waren Frühstück voll, Mittagessen voll, abends voll. Und ich als Unternehmer, als junger Unternehmer, habe mir gedacht, ma, wann hört es endlich mal auf? Also es ist jetzt so, wir sind natürlich ein Sponsor in aller Belangen, in aller Sport oder Aktivitäten und der Circus ist immer bei uns in der Nähe und sagen, na ja, ich möchte ein paar Plakate aufhängen und ein paar Gutscheine verteilen und du bei einem Mitarbeiter können auch. Und dann habe ich gesagt, ja, was habe ich davon? Dann gehen die Gäste weg. Ich sage, wenn du es organisieren kannst, dass du mit den Tieren zu uns kommst, so Nachmittag, nicht? Und der Merko hat dann gesagt, ja, machen wir den Schrank auf und dann sind die ersten drei LKWs reingekommen und ich habe gedacht, was ist das dann, eine neue Lieferung? Nein, da sind die Elefanten raus. Und die haben dann ein Ständchen gemacht, haben uns Brot natürlich gegessen und das war richtig lustig und auch für die Gäste, die da mittags gegessen haben. Ja. Zum Publikum, die Nähe zum Gäste, die Nähe zum Stammgast, oder? Die braucht man. Weil wir wollen wissen, wie gut die Mitarbeiter sind. Und wir wollen wissen von den Gästen, aha, na, das ist eine tolle Atmosphäre, das hat gepasst. Ich habe gemerkt, wenn ich das nicht mache, wenn ich mal eine Woche nicht da bin, dann wer soll es sonst machen? Das sind ja ganz nette, tolle Angestellte, die ich habe. Aber die vergessen natürlich auch ab und zu. Und ich bin natürlich in all meinen Jahren, dass ich jetzt in der Gastronomie arbeite, bin ich voll trainiert auf den Fokus, was soll der Gast sehen. Ob das ein Teppich ist oder die Musik zu laut oder es ist zu kalt im Restaurant. Ja? Und das sind solche Dinge, die ich dann mit aufnehme und dann hoffentlich weitergebe als Vorbildperson, dass die anderen das auch sehen und umsetzen. Oder? Ich bin seit 19 Jahren bei McDonald's. Ich war ganz normal Standard-Gastronomie. Durch einen Inserat habe ich mich dann ganz spontan beworben und bin dann sofort genommen worden und seitdem bin ich Restaurantleiterin. Verantwortlich für McDonald's-Standard, Gästezufriedenheit zu 100%, Mitarbeiterführung, Einhalten von Qualität, Service, Sicherheit, also stets eine positive Einstellung. Der Chef, nach wie vor seit 19 Jahren immer noch der Chef und immer noch per Sie, ist ein sehr guter Geschäftsmann, sehr gerecht zu uns, ist immer da, wenn man braucht, toller Chef.
ganz kurz und sieht, super Charakter und ein toller Mensch. Also ich habe wie jeder eigentlich vor Jahren angefangen da. 2 Monate lang war der Vertrag und dann habe ich einfach nachgefragt und war fixer Lehrer. Das große Ziel ist, dass ich halt erstmal die ganze LAP schaffe. Und danach will ich Schichtführer machen. Das ist in Schönbrunn auf dem Gebirge in Wien. Da haben wir Kurse und die müssen wir halt immer bestehen und Zertifikate nach Hause bringen, damit meine Stufe nach höher kommt. Die nächste Stufe ist Teilschichtführer. Also zuerst mal Crewtrainer. Das ist einfach nur für das Restaurant, damit du die neuen Mitarbeiter einschulen kannst. Zweite Stufe ist Schichtführer. Das ist einfach, dass du einfach eine Stufe höher bist als ein Crewtrainer. Und dann geht immer eine Stufe weiter, so bis zum Restaurantleiter kannst du dich verarbeiten. Die Marke McDonald's von mir aus ist sehr berühmt, sehr breit und jeder auf der Welt kennt das. Und ich finde es sehr schön. Ich habe früher mal in Systemgastronomie meine Lehre gemacht bei einem anderen Konzern in Deutschland. Nach langer Unterbrechung als Selbstständiger bin ich wieder zurückgekehrt zu den Wurzeln und habe vor 3 Jahren wieder angefangen, habe mich dann bei McDonald's beworben. Da ich ja bis vor 3 Jahren selber Gast war bei McDonald's, habe ich auch immer gedacht, boah, eine riesige Müllfabrik und alles Mögliche und nur Masse und niemand spricht großartig Deutsch und alles so ein Durcheinander. Genau die gleichen Klischees habe ich auch gehabt. Und mittlerweile bin ich komplett vom Gegenteil eigentlich überrascht worden. Ich habe gesehen, gerade was das Umwelt betrifft, über 90% wird recycelt, eigenes Recycling-System. Wahnsinn, was da abgeht, denn auch das mit dem Tischservice, was gemacht wird und immer mehr Gästeorientierung, Gästebefragungen und mittlerweile wird jeder Burger frisch gemacht und was mir vorhin überrascht hat, ist, dass das Fleisch wirklich nur aus Österreich von Biobauernhöfen kommt, wo man denkt, wie ist das möglich mit so einer Masse, dass sie das hinbekommen haben. Also das wissen viele nicht, aber ich sehe, McDonald's macht mittlerweile auch viel Kampagne, dass das auch jetzt noch transparenter wird. Ich kann in ein Restaurant kommen und alles beobachten. Ich kann mir was aufschreiben, ich schaue, wie die Gästeströmungen sind. Und wir haben gemerkt, mit dem neuen Küchensystem und dass wir frisch kochen und noch frischer kochen, es standen viel zu viele Leute an. Und dann habe ich gesagt, das ist nicht gut. Wenn zu viele Leute anstehen, dann stehen sie zusammen und dann fangen sie an zu meckern und das ist gar nicht gut. Und deswegen haben wir das mit dem Tischservice in der Welt gemacht. Und es kommt ja aus Australien und die haben das erfolgreich nachgemacht. Und wir haben es dann 2007 von McDonald's freigegeben bekommen und waren das erste Bundesland, wo wir gesagt haben, toll. In Anfang war es natürlich toll für die Mitarbeiter. Man könnte mal raus aus der Küche, man ist am Bewegen. Das ist ja eh gut für die Mitarbeiter. Und für den Gast ist es auch herrlich, relaxed. Er kann sich hinsetzen und dann kommt ein netter Mitarbeiter und bringt ihm das Essen. Auch da haben wir gemerkt, dass 40-50% der Fehlerquoten im Restaurant jetzt behoben sind, weil der Gast sagt, hallo, das fehlt. Kannst du mir das noch nachbringen? So. Natürlich gibt es welche, die versuchen dann mit ein Eis, zweiter Stock und tun das auch ausnützen. Aber das tun sie einmal und nachher nicht wieder. Das haben wir gelernt. Das Zweite ist, wenn Gäste zu uns kommen und haben diesen Crowd gesehen und haben gesagt, boah, so viel stehen an, na, das ist für mir nichts, ich gehe mal zu dem nächsten Nachbarn. Das ist vorbei natürlich, weil wir haben eigentlich gar niemand mehr, der da vorne steht. McDelivery ist etwas, wo wir gesagt haben, schauen wir mal, probieren wir es mal in Vorarlberg. Ich bin eigentlich dafür, dass die Gäste hier genießen, hier die Atmosphäre, die richtige Pommes hier essen und mit uns Kontakt haben. Aber es gibt viele, die sind im Stress. Dauerstress in Büros, sind beim Fußballplatz und haben gesagt, du, der Heißhunger kommt, was tun wir? Ja, rufen wir mal an. Und dann kommt der Taxifirma und bringt es dann. Ja? Wir haben jetzt im April angefangen mit Dombin, sehr erfolgreich. Der Taxifahrer sagt, er will mehr. Und jetzt Mitte September fangen wir mit Hart und Bregenz an. Er möchte natürlich die Flagge zeigen und natürlich McDonald's mit dem super Konzept nach außen präsentieren. Das fordert uns natürlich extrem viel. Wir haben sehr viele Veranstaltungen, bei denen wir mitorganisieren müssen, vorbereiten müssen. Es ist sehr, sehr fordernd, oft sehr schwierig, aber machbar.
Ich bleibe mit Leib und Seele Gastgeber, so wie immer, auch mein letzter Tag noch, wo ich irgendwo bin. Das ist ja mein Lebensinhalt. Ich freue mich auch darauf, dass ich diese Chance bekommen habe. Könnt morgen auch irgendwo ein Hotel arbeiten und werde das Gleiche machen. Und ich denke mir, solange es Menschen gibt, die Qualität schätzen und die Atmosphäre in einem Restaurant und nette Mitarbeiter um sich, ja, die sie teilweise auch kennen, weil fast 50% der Gäste kennen wir, solange es das gibt, gibt es tolle Gastgeber. Und es gibt sehr viele und man sieht es in Vorarlberg. Wir sind mit 3000 Betrieben, sind sehr hoch, was das betrifft, auch im Tourismusbereich. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und wir wünschen jeder, der in diesen Stufe oder diesen Teil von der Gastronomie arbeitet, wünschen wir alles Beste und hoch auf, dass es so gut uns geht hier in diesem Land. Ja. So, also ich ein klein wenig Auszug aus dem Arbeitsleben von McDonald's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ohne Stress geht es nicht. Und ich bedanke auch die Mitarbeiter, viele Mitarbeiter, die wir haben. Und ja, würde mich freuen, dass wir den Film nachher dann sehen und bis zum nächsten Besuch bei uns bei McDonald's in Vorarlberg. Okay.